lieber Dieter Spöri, liebe Mitglieder, Unterstützer des Ost-West-Forums, meine sehr geehrten Damen und Herren, im Namen des Vorstandes möchte ich Sie alle sehr herzlich begrüßen. Besonders dankbar bin ich Dieter Spöri, dass er heute Abend von Berlin hergekommen ist zu diesem Vortrag, aber heute Abend auch gleich wieder nach Berlin zurück muss. Das ist eine echte Freundestat, Dieter. Vielen Dank. Das Thema des heutigen Abends, finde ich, ist ziemlich brisant. Der ungelöste Konflikt um Griechenland zerfällt die Eurozone. Das alles ist hinter der großen Kulisse der Flüchtlingsströme einfach verschwunden. Keine Frage ist befriedigend beantwortet. Kein Problem ist auch nur ansatzweise gelöst. Wenn die nächsten Rückzahlungen für Griechenland fällig werden, geht das alles wieder von Neuem los. Die von der Troika aufgezwungene Sparpolitik hat das Land noch tiefer in die Verschuldung, in die Verelendung breitester Bevölkerungskreise getrieben. Was falsch ist an dieser Sparpolitik, habe ich als junger Student der Volkswirtschaft schon im zweiten Semester gelernt. Warum also beharrt die EU, der Weltwährungsfonds und die Europäische Zentralbank auf diesem wirtschaftlichen, sozialen und politischen Irrsinn? Wie ist es möglich, dass sowohl die Regierungen als auch die große Mehrheit der Medien auf dieser Politik bestehen, obwohl Wirtschaftswissenschaftler aus der ganzen Welt, darunter mindestens zwei Nobelpreisträger, darüber nur den Kopf schütteln? Wohin führt das alles, außer in einen vermutlich unvermeidlichen Schuldenschnitt? Was wäre die Alternative? Warum demütigt man eine demokratisch gewählte Regierung auf diese Weise? Zeigt das Beispiel Griechenland, dass der Euro letztlich doch eine Fehlkonstruktion ist, wie das ernsthafte Wissenschaftler immer mal wieder behaupteten? Und soweit ich mich erinnere, war auch der damalige Wirtschaftsminister von Baden-Württemberg, Dr. Dieter Spöri, unter den Skeptikern. Sollte der Euro scheitern, dann scheitert Europa, wie die Bundeskanzlerin dies warnend formulierte. Scheitert Europa, weil wir es in großen Teilen der Wirtschafts- und Finanzwelt mit ihren Heerscharen von Lobbyisten überlassen haben? Angesichts der Tatsache, und das kann man gar nicht oft genug wiederholen, dass Europa, dass die Europäische Union das größte Friedensprojekt ist, das dieser von Kriegen zerfetzte Kontinent seit Menschengedenken auf die Beine gestellt hat, wäre ein Scheitern Europas eine Katastrophe. Warum wird dies der europäischen Öffentlichkeit nicht ständig und an erster Stelle und immer wieder ins Bewusstsein gebracht? So viele Fragen, die wir beantworten müssen, die wir nicht verdrängen dürfen. Ich denke, mit Dr. Dieter Spöri haben wir heute einen Gast, der sich sowohl in der Politik als auch in der Wirtschaft auskennt, in beiden Feldern in Führungspositionen gearbeitet hat. Dieter Spöri hat Volkswirtschaft studiert und in diesem Fach auch promoviert. Er ist SPD-Mitglied, war stellvertretender Ministerpräsident und Wirtschaftsminister in Baden-Württemberg in einer großen Koalition von 1992 bis 1996. Danach in verschiedenen Spitzenpositionen der Wirtschaft tätig. Von 2006 bis 2012 war er Präsident der Europäischen Bewegung Deutschland. Trotz dieser Spitzenposition in Politik und Wirtschaft hat sich Dieter Spöri eine unabhängige, nicht von Partei- und Wirtschaftsinteressen geleitete Sicht auf diese Problemfelder bewahrt. Lieber Dieter Spöri, noch einmal herzlich willkommen. Du hast das Wort. So, können wir da rüber? Ja, wie meinst du? Ja, lieber Axel, meine sehr geehrten Damen und Herren, guten Abend. Vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Ich weiß nicht, ob Sie nachher noch klatschen werden, aber es war auf jeden Fall schön jetzt. Zur Intonation, ja. Axel hat so viele Fragen gestellt.
Ist es zu leise? Ist zu leise? Axel hat so viele Fragen gestellt, ich nehme das Mikro ein bisschen mehr zu mir her. Oder gehe ein bisschen mehr hin. Verstehen Sie mich jetzt richtig? Axel hat so viele Fragen gestellt, ich werde die nicht alle jetzt beantworten. Zum Einstieg, wir haben ja die Diskussion und die ist ohnehin für uns erfahrungsgemäß hier auf Gödelitz ergiebiger. Ich werde aber einige Punkte anreißen aus diesem Themenkreis, Punkte, die mir besonders wichtig erscheinen, aber nicht mit dem Anspruch einer umfassenden, repräsentativen Abhandlung gewissermaßen. Der ungelöste Konflikt um Griechenland, der Schuldenkonflikt, die Finanzkrise in Griechenland, die ungelöst ist, und die Frage, zerfällt deshalb die Eurozone? Meine Damen und Herren, es ist ohne Zweifel so, wie Axel Schmidt-Gödelitz gesagt hat, dass in den letzten Monaten oder Wochen seit diesen Wahlen in Griechenland am 20. September diesen Jahres die griechische Schuldenkrise, die vorher ja in diesem Jahr total dominiert hatte als Konfliktthema in Europa, in den Medien, dass die völlig in den Hintergrund getreten ist und dass Griechenland primär eigentlich erwähnt wird als Transitland im Flüchtlingsdrama. Und das bedeutet aber nicht, dass das andere Problem gelöst ist und dass die Schuldenkrise gelöst ist. Wir haben gerade in den letzten Tagen einige Meldungen bekommen, kleinere Meldungen bekommen, nicht so spektakuläre, die darauf hindeuten. Und auch die Wahlen haben ja die Schuldenkrise nicht behoben und nicht gelöst. Ganz im Gegenteil, die Wahlen haben die Lösung hinausgeschoben auf der Zeitachse. Es gab ja drei Wahlkämpfe gewissermaßen, drei Abstimmungen in Griechenland in diesem Jahr, im Januar die ersten Parlamentswahl, dann im Juli das Referendum und dann anschließend am 20. September die zweite Parlamentswahl. Und ohne Zweifel hat diese zweite Parlamentswahl, was in Deutschland nur wenige erwartet haben, diese Wahl hat Alexis Tsipras gestärkt, massiv gestärkt. Deutschland, habe ich gelesen, vor diesem Wahlgang, also dass er keine Glaubwürdigkeit mehr hat. Aber es war nicht so, er hat fast mit dem gleichen Prozentsatz wieder abgeschnitten, auch bei dieser zweiten Wahl. Und das hat ihn innerparteilich gestärkt, hat ihn sicherlich auch im Parlament gestärkt, aber es hat die Probleme nicht gelöst. Und das Ganze steht unter der Krux eines Grundwiderspruches, eines politischen Grundwiderspruches, nämlich auf der einen Seite der Grundposition der ökonomischen von seiner Partei, der Syriza, die ja angetreten ist mit der Zielsetzung, genau wie Tsipras und wie Varoufakis, der ehemalige Finanzminister in diesem Jahr, die Austeritätspolitik, die Axel Schmidt-Gödelitz angesprochen hat, zu korrigieren und zu stoppen. Die einseitige Einsparpolitik in Griechenland als Krisenstrategie, als Rettungsstrategie und als Sanierungsstrategie, die weit über Griechenland hinausreicht und auch in den anderen Krisenländern, in den südlichen, angewendet wird, von der Eurozone durchgesetzt, durch die Eurogruppe der Finanzminister
und letzten Endes konzipiert in Berlin. Meine Damen und Herren, und wenn wir jetzt diesen Konflikt, diesen monatelangen Konflikt betrachtet haben, in der ersten Hälfte dieses Jahres und jetzt er in den Hintergrund getreten ist, müssen wir uns klar machen, dass es sich hier ja nicht nur um ein lokales Problem handelt in Griechenland selbst, dass es nur alleine um die griechische Wirtschaft und die griechische Gesellschaft geht, sondern es handelt sich hier um einen Konflikt, der gewissermaßen ausgetragen wird auf der europäischen Ebene zwischen Athen und Berlin als ein Stellvertreterkonflikt. Als ein Stellvertreterkonflikt, der für die gesamte europäische Ebene hohe Relevanz hat und Auswirkungen hat, wichtige Auswirkungen hat auf der europäischen Ebene und der nicht auf Griechenland begrenzt werden kann. Erstens deswegen nicht, weil die griechische Regierung, die Syriza geführte Regierung, die erste Regierung war, die sich ernsthaft gewehrt hat gegen diesen Austeritätskurs, diesen einseitigen Einsparkurs als Krisenrettungsstrategie. Und zweitens hat sie diesen Widerstand hineingetragen in die europäischen Gremien, überall, und inzwischen diskutiert ganz Europa Sinn und Unsinn und den Erfolg und die Effizienz dieser Sanierungsstrategie, die wir aus Berlin durchgesetzt haben in der Eurogruppe der Finanzminister. Es ist aber auch so, der Konflikt hat auch eine europäische Dimension, weil ein eventuelles Scheitern einer Sanierungsstrategie in Griechenland und einer Gesundungsstrategie in Griechenland, der griechischen Wirtschaft, weil dieses verheerende Folgen haben könnte, wie wir ja wissen. Und nach wie vor ist die Frage eines Grexits nicht erledigt und nicht abgehakt. Auch wenn das viele Leute sagen, weil inzwischen Krisenvorbereitungsmaßnahmen getroffen worden sind, weil irgendwelche Abfederungsinstrumente entwickelt worden sind auf der europäischen Ebene. Es ist dennoch so, dass es nach wie vor eine Möglichkeit gibt, dass ein solcher Grexit, wenn er eintritt, einen Dominoeffekt auslöst auf andere Länder innerhalb der Eurozone und insgesamt die Eurozone ins Wanken bringt. Auf jeden Fall ist das Risiko so hoch, dass es noch niemand eingegangen ist, auch als die Konflikte im Juli sich zuspitzten in der Eurogruppe der Finanzminister. Das große Schweigen um die Schuldenkrise in den letzten Wochen nach den Wahlen signalisieren also nichts Positives, dass das Problem erledigt wäre. Die aktuelle Entwicklung ist ganz im Gegenteil tief beunruhigend in Griechenland. Und es ist so, die aktuelle Situation, dass die sogenannte Quadriga, das sind die Institutionen der Gläubiger, das sind jetzt inzwischen 4 Gläubiger, nicht mehr 3 Gläubiger, als es 3 Gläubiger-Institutionen waren, hat die Einrichtung, die Prüfungseinrichtung, die europäische, noch Troika geheißen. Jetzt ist es eine Quadriga geworden. Die ist in der letzten Wochenmitte nach Athen gereist und hat angefangen zu prüfen, hat festgestellt, dass der Reformfortschritt nicht hinreichend groß ist und es gibt einen Konflikt mit der griechischen Regierung. Und dieser Konflikt bewirkt, dass das, was als nächste Tranche im Rahmen des sogenannten dritten Hilfsprogramms vorgesehen war, als Auszahlung von Hilfsmitteln, dass das nicht ausbezahlt wird in diesem Monat Oktober. Das sind 2 Milliarden. Nach den 10 Milliarden, die anfangs in der ersten Tranche bisher ausgezahlt worden sind. Und dass die 1 Milliarde wohl auch verzögert ausbezahlt wird, die im November ausbezahlt werden soll. Was bedeutet dieses? Das bedeutet, dass die Zitterpartie
die symptomatisch für diesen griechischen Konflikt ist, dass diese Zitterpartie weiter anhält, dass weiterhin die Frage in der Finanzwelt herumgeistert und in der gesamten europäischen Wirtschaft und in der internationalen Wirtschaft spekulativ erörtert wird, schafft es eigentlich überhaupt noch, diese griechische Volkswirtschaft über die Runden zu kommen, oder bricht sie vollends zusammen, dass weiter die Frage gestellt wird, schaffen es die Griechen überhaupt noch, ihre Verpflichtungen, ihre Zahlungsverpflichtungen in den nächsten Wochen und Monaten zu erfüllen. Und unter diesen Bedingungen, dieser Unsicherheit, der Zahlungsfähigkeit und der Fragezeichen, ob Griechenland doch noch bankrott geht, unter diesen Bedingungen investiert niemand in Griechenland. Das heißt, das Risiko ist einfach unternehmerisch zu groß für ausländische Investoren, genauso wie für die inländischen Unternehmer, unter solch unsicheren Bedingungen zu investieren. Und das ist das Zentralproblem, der Attentismus der Investoren, der aus dieser Unsicherheit eines möglichen Bankrotts und eines Austritts aus der Eurozone entsteht. Das ist die zentrale Hypothek der griechischen Volkswirtschaft. Meine Damen und Herren, die Durchsetzung des Reformpakets ist durch die Wahl erleichtert worden. Des Reformpakets im dritten Hilfsprogramm. Aber ich möchte zunächst mal hinter diesen Reformbegriff ein Fragezeichen setzen. Nicht alles, was in diesem dritten Hilfsprogramm vereinbart worden ist an Maßnahmen und was Tsipras unterschreiben musste, man hat in Griechenland gesagt, mit der Pistole an der Schläfe, unterschreiben musste, nicht alles von dem, was da als Auflage gemacht worden ist im Rahmen der Bedingungen für irgendwelche Hilfsmittel, nicht alles kann man unmittelbar auf den ersten Blick als Reform ansehen. Also ich möchte es wenigstens bestreiten, eine Reform muss eigentlich etwas Positives beinhalten und bewirken. Es muss die Wirtschaft und die Finanzen irgendwie zumindest mittel- oder langfristig voranbringen, auch wenn sie unbequem ist. Aber da gibt es große Fragezeichen, ob diese Maßnahmen diese Bedingungen erfüllen. Und ich denke, dass deswegen der Widerstand nach wie vor ziemlich groß ist, obwohl die innerparteiliche Position von Tsipras gestärkt worden ist, weil seine Gegner, seine innerparteilichen, die Partei verlassen haben, seine Kritiker, und eine eigene Partei gegründet haben, aber nicht mehr ins Parlament eingezogen sind. Aber der gesellschaftliche Widerstand bleibt natürlich. Man muss sich mal vorstellen, was nach 5 Jahren oder 4 Jahren, 4,5 Jahren sogenannte Rettungspolitik stattgefunden hat in Griechenland. Und da kommen jetzt zusätzliche Streichmaßnahmen, Belastungsmaßnahmen dazu, Veränderungen dazu. Da ist zum Beispiel in diesem dritten Reformprogramm dazugekommen, eine massive Erhöhung der Umsatzsteuer von 13% auf 23%, was natürlich ein totaler Widerspruch ist zur Zielsetzung, die Ökonomie, die Wirtschaft wieder anzukurbeln, weil das ja ein krasser Einbruch an Massenkaufkraft bedeutet und weil es ein klassischer Fall von Benachteiligung der Tourismusbranche ist, auch im Verhältnis zur türkischen Tourismusbranche zum Beispiel. Da ist dann etwas gewesen, was man Rentenreform nennt, aber faktisch bedeutet das von der Wirkung her, von der Nettoeinkommenswirkung, von der Realeinkommenswirkung eine Senkung der Realeinkommen in einer völlig rezessiven Spirale nach unten der griechischen Volkswirtschaft. Und deswegen werden weiter Proteste stattfinden. Es wird schwierig sein, auch bei einer gestärkten Position, durch Wahlen gestärkten Position, dieses Programm
durchzusetzen, unter viel größerem Zeitdruck, als es eigentlich vorher vorhersehbar war, weil diese Wahlen noch inzwischen stattgefunden haben. Es wird jetzt Druck gemacht durch diese Prüfungsinstitution, durch die Prüfer der sogenannten Quadriga. Die sagen, ihr habt viel zu wenig gemacht hier. Ihr habt nur 16 von 49 sogenannten Reformen durchgesetzt bisher. Und die 49 Reformen müssen bis zum Jahresende durchgesetzt werden. Und das ist eine Liste der sogenannten Grausamkeiten. Man muss sich das einfach mal anschauen. Zum Beispiel, da ist eine Reform darunter, ein Reformgesetz zugunsten des Bankensektors, zugunsten der Konsolidierung des Bankensektors. Das mag alles aus bankenpolitischen Gründen sinnvoll sein, aber man muss sehen, dass in diesem Gesetz vorgesehen ist, eine beschleunigte Räumung von Wohnungen und Immobilien von Menschen, die mit der Zahlung, mit der Rückzahlung ihrer Immobilienkredite in Verzug gekommen sind. Und wer die soziale Krise kennt in Griechenland, der weiß, welch breiter Personenkreis da betroffen ist und wer da alles dann eventuell aus den Wohnungen muss, um diese Verbesserung der Finanzlage der Banken zu erreichen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das geht aber weiter auch mit Dingen, die die Landwirte auf die Straße treiben werden, Subventionsstreichung, aber auch Einkommenskürzungen realen. Dann geht es weiter mit anderen Maßnahmen, mit einer ganzen Liste von Privatisierungsmaßnahmen, Flughafen, Hafenanlagen, Wasserversorgung und so weiter. Das sind zum Teil Dinge dabei, wo man heute schon eindeutig sagen kann, dass unter dem großen Zeitdruck diese Stücke des Volksvermögens unter Wert verkauft werden müssen, unter Zeitdruck. Und da sind auch Dinge dabei, wo man mit Sicherheit sagen kann, nach unseren eigenen Erfahrungen der Privatisierung in Deutschland, auch in Berlin, wird es sehr kritisch gesehen, ob das die Daseinsfürsorge überhaupt voranbringt in Griechenland. Zum Beispiel bei der Wasserversorgung, wo wir inzwischen eine Rückabwicklung der Privatisierung betreiben in Deutschland. Das heißt, all diese Dinge werden auch die Gewerkschaften den Protest anheizen und man weiß nicht, ob das Tsipras schafft, mit seiner Regierung gesellschaftspolitisch überhaupt durchzukommen mit dieser sogenannten Reformliste. Auf jeden Fall wird es ungeheuer schwierig werden und die ökonomisch-finanzielle Wirkung auf Griechenland ist fatal und das ist der Grund dafür. Die Leute haben die Erfahrung gemacht, dass diese Form von Reformen, die bisher durchgesetzt worden sind, eben keine Kehrtwende gebracht haben und keine Rettungsstrategie bedeutet haben. Es ist sogar so, man muss sich einmal das ganz klar machen, das betont immer Yannis Varoufakis, der völlig unbeliebte, in Deutschland unbeliebte Finanzminister, den ich sehr schätze. Yannis Varoufakis hat zu Recht darauf hingewiesen, dass die ganzen Gelder der ersten zwei sogenannten Rettungspakete, 240 Milliarden Euro, nicht etwa in die griechische Volkswirtschaft, in die Unternehmen hineingeflossen sind, dass sie auch nicht primär hineingeflossen sind in die Geldbeutel der Leute für mehr Konsum oder private Investitionen, sondern dass dieses Geld fast völlig hineingeflossen ist, in vollem Umfang, muss man sagen, hineingeflossen ist, nicht nur fast völlig, in die Stabilisierung des europäischen Finanzsektors, in die Stabilisierung des europäischen Bankensektors. Es ist eindeutig so, dass wir eigentlich gar kein Griechenland-Programm haben. Griechenland war nur die Durchleitungsstation für diese Hilfsmittel. Diese Mittel wurden weitergereicht an französische, an deutsche Banken, an Finanzinstitutionen wie EZB, an Finanzinstitutionen wie IWF, aber sie sind nicht der griechischen Volkswirtschaft
als ein Belebungsimpuls zugute gekommen. Und wenn man dann noch sieht, dass die Auflagen für diese durchgeleiteten Mittel, die gar nicht Griechenland zugute gekommen sind, zwar, man hätte eigentlich ehrlicherweise sagen können in der Eurogruppe, wir machen ein europäisches Bankenrettungsprogramm. Das ist die bessere Bezeichnung, nicht ein Griechenland-Rettungsprogramm. Und das gilt für beide Pakete. Und wenn man dann noch betrachtet, was dann an Auflagen und Bedingungen damit verbunden ist, diese Streichung, diese Maßnahmen, die da stattgefunden haben, diese Opfer, die da erbracht worden sind und die Axel Schmidt-Gödelitz erwähnt hat, haben dazu geführt, dass die griechische Volkswirtschaft von 2010 bis Ende 2014 geschrumpft ist um 25%. Das heißt, die Einkommen sind im Schnitt um 25% zurückgegangen, und was dann damit zwangsläufig verbunden ist, und da fragt man sich, wo ist die Logik eigentlich von so einer Konsolidierungsstrategie finanzpolitisch? Wenn die Einkommen um 25% zurückgehen, dann gehen natürlich auch die Steuereinnahmen des Staates parallel zurück. Und wenn die Steuereinnahmen zurückgehen, dann wird die Staatsverschuldung höher. Und deswegen ist logischerweise als Konsequenz daraufhin die Staatsverschuldung durch das finanzielle Konsolidierungsprogramm, das von Berlin durchgesetzt worden ist, gesteigert worden, verschlimmert worden von 120% gemessen am Bruttoinlandsprodukt auf von 2010 ausgehend auf über 180%. Auf über 180% Ende 2014 mit schneller Tendenz in Richtung auf 200%. Das heißt, dieses Programm funktioniert völlig kontraproduktiv. Es ist völlig gescheitert. Es ist absurd in der Wirkung, in der ökonomischen und in der finanzpolitischen Wirkung. Und was den sozialen Aspekt anlangt, möchte ich nur noch darauf hinweisen, dass die Arbeitslosigkeit in dieser Zeit in Griechenland verdoppelt worden ist, die allgemeine, und die Jugendarbeitslosigkeit auf 50% gestiegen ist, teilweise 50% überschritten hat und nur gegenwärtig deswegen zurückgeht, was ich auch jüngst bei einem Besuch festgestellt habe, dass im verstärkten Umfang junge, gut ausgebildete Leute aus Griechenland rausgehen und ins Ausland abwandern. Dass es zu dem sogenannten Brain Drain kommt, das heißt Leute, die fehlen für den ökonomischen Aufschwung, der durch die Rettungsstrategie bewirkt werden sollte. Meine Damen und Herren, und Wolfgang Münchau, ein relativ renommierter Publizist, ein Wirtschaftspublizist aus London, hat dann zusätzlich berechnet, was die Reformmaßnahmen, die ich vorher erwähnt habe, im dritten Hilfsprogramm, das Tsipras unterschrieben hat. Er hat berechnet, was diese Reformmaßnahmen auslösen, ökonomisch in Griechenland. Es wird so sein, dass nach der Berechnung von Herrn Münchau ungefähr der kumulierte Effekt, der Schrumpfungseffekt 12% sein wird. Das heißt, wenn wir das noch dazu rechnen, dann kommen wir auf über 37% Sozialproduktschrumpfung durch diese Reformauflagen. Und das wird nach Auffassung von Münchau dazu führen, dass massiv die Gefahr besteht, dass der Grexit, der Austritt Griechenlands aus der Eurozone, nicht etwa durch einen Beschluss erfolgt, sondern dass die Gefahr besteht, dass er unabsichtlich eintritt, dieser Austritt. Dass er einfach durch einen Unfall gewissermaßen unabsichtlich eintritt, durch die Krisenverschärfung eintritt, und deswegen nennen das dann die Finanzexperten Grexident und nicht Grexit, also Grexident von
accident. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die einzige Chance des dritten Hilfsprogramms, wie ich sehe, und der einzige positive Aspekt, den Tsipras nutzen will, das ist die Möglichkeit, wenn tatsächlich die 48 Reformmaßnahmen durchgesetzt sind in diesem Jahr und wenn die Bankenkonsolidierung funktioniert, wir haben heute gehört, dass die EZB gesagt hat, dass die griechischen Banken im Stresstest ungefähr 15 Milliarden Rekapitalisierungsbedarf haben. Wenn das gelingen sollte in diesem Jahr, dann ist vereinbart worden in diesem dritten Hilfsprogramm, dass man sich danach unterhält über eine Umschuldung zugunsten Griechenlands. Und das ist etwas, wo die ganze Hoffnung sich drauf konzentriert in der Strategie von Alexis Tsipras als Ministerpräsident. Weil das braucht dieses Land. Es braucht endlich einen Schluss dieser Zitterpartie, dieser permanenten Diskussion, ob sie pleite gehen in der nächsten Woche und, oder in der übernächsten Woche oder im übernächsten Monat. Und es wird nicht etwa möglich sein, da muss man ganz klar realistisch denken, dass wir zu einem sogenannten Haircut kommen, das heißt zu einem prozentualen Schuldenschnitt, einem klassischen, wie er zum Beispiel zugunsten Deutschlands stattgefunden hat nach dem Kriege und erst das Wirtschaftswunder ermöglicht hat in Deutschland, in Westdeutschland damals, der Bundesrepublik Deutschland, 1952, 1953, während der Londoner Schuldenkonferenz, da ist Deutschland massiv, die Bundesrepublik massiv entschuldet worden, prozentual ausgehandelt von Hermann Josef Abs, dem Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bank, dem damaligen. Und dazu wird es nicht kommen. Das wird Berlin niemals akzeptieren. Das ist heute schon ganz klar. Aber sie müssen eine Erleichterung akzeptieren bei der Zahlungsmodalität, bei den Zahlungsmodalitäten. Darauf besteht der IWF, der Internationale Währungsfonds, der hat es zur Voraussetzung seiner Teilnahme überhaupt an weiteren Sanierungsprogrammen in Griechenland gemacht. Und die deutsche Bundesregierung hat dies dem Deutschen Bundestag versprochen, dass der IWF weiter bei der Sanierungsstrategie dabei bleibt. Das heißt, da besteht also ein gewisser Druck, den Tsipras nutzen kann. Und die Zahlungsmodalitäten, da kann man dann eben vielleicht so operieren, dass man den Beginn von Zahlungen hinausschiebt, die geleistet werden auf der Zeitachse, und dass man den Zeitraum vergrößert, in dem diese Rückzahlungen erfolgen oder Zinszahlungen erfolgen. Und das würde dazu führen, dass zwar kosmetisch, begrifflich Rücksicht genommen wird auf die Interessen der Bundesrepublik Deutschland, dass nämlich die Schuldensumme formell, nominell nicht reduziert wird und nicht abgeschrieben werden muss im Haushalt, im eigenen Staatshaushalt, was man nicht vertreten will gegenüber den Wählerinnen und Wählern. Aber man wird eine Entlastung dadurch erreichen, durch diese neuen Modalitäten, wenn das möglich sein wird, in den nächsten Jahren. Und das wird der griechischen Volkswirtschaft eine gewisse Ruhe geben. Der Attentismus, die Frage, können Sie denn überhaupt zahlen an internationale Institutionen, diese Frage wird wenigstens für eine gewisse beruhigende Pause nicht mehr gestellt werden. Und dann kann es zu einer investiven, konjunkturellen Erholung kommen in Griechenland. Das ist die Chance, die noch besteht im Zusammenhang mit diesem dritten Programm. Was ist also der Erfolg von Tsipras? Der Erfolg gemessen an dem Programm, mit dem er angetreten ist, gemessen an der Zielsetzung, mit der er angetreten ist und mit der er gewählt worden ist, ist null. Er hat nämlich nicht erreicht, dass der Austeritätskurs gestoppt wird als Sanierungsstrategie, der von Berlin durchgesetzt worden ist. Und er hat ganz im Gegenteil dazu noch
unterschrieben, dass dieser Kurs, dieser Brüning-Kurs, möchte ich mal sagen, ein Kurs in der Grundrichtung, der Grundausrichtung und in der Irrationalität, in der ökonomischen, wie ihn Reichskanzler Brüning Ende der 20er Jahre betrieben hat, dass dieser Kurs sogar in Griechenland noch verstärkt wird. Das hat er unterschrieben, weil er befürchten musste, dass die griechische Volkswirtschaft und Finanzwirtschaft völlig zusammenbricht und Wirren entstehen und Chaos entstehen, und das wollte er nicht riskieren. Er hat auch eindeutig in der Bevölkerung zugegeben, dass er das Gegenteil von dem, was er gefordert hat, unterschrieben hat. Und vielleicht hat diese Form von Offenheit, die vielleicht unüblich ist in der Politik, ihm dazu verholfen, dass er die Wahlen wiedergewonnen hat und dass die Leute ihm zumindest dieses Vertrauen geschenkt haben, Ministerpräsident zu werden. Und einfach, weil sie vielleicht gedacht haben, das ist der, der hat am meisten gekämpft auf der internationalen Ebene, das haben wir alles nachvollzogen. Er hat verloren, er ist untergegangen, aber er hat gefeitet für uns. Und er ist vielleicht derjenige, der am sozialverträglichsten die Liste der Grausamkeiten in Griechenland durchzieht. Meine Damen und Herren, wenn ein Erfolg überhaupt sichtbar ist, dann ist es der, dass Tsipras das griechische Schuldenkrisendrama auf die internationale Ebene gehoben hat. Er hat durch diesen entschiedenen Widerstand, auch zusammen mit seinem unbeliebten, in Deutschland unbeliebten Finanzminister Varoufakis, den ich sehr schätze, durch diese Debatte, die für viele in Deutschland provozierend war in der Politik, dadurch hat er eins erreicht: eine enorme Kontroverse und eine ökonomische Diskussion über die Sinnhaftigkeit der Politik, die wir eigentlich in der Eurogruppe machen, in der Eurozone. Ob das nicht alles kontraproduktiv ist und eine Strategie ist, die das Gegenteil von dem bewirkt, was man angestrebt hat. Und diese Debatte findet überall statt, findet in Spanien statt, gefördert durch neue Kräfte wie Podemos zum Beispiel. Sie findet auch in Portugal statt und hat die Wahlergebnisse etwas verschoben in Portugal. Sie findet in England statt, was gar nicht Mitglied der Eurozone ist, aber sie findet in der Labour Party statt, in der britischen. Und da sind die Gedanken, also der Syriza und die Forderungen, die sind durchaus populär in der britischen Labour Party. Und diese Gedanken finden auch letzten Endes Unterstützung immer stärker in den Zahlerländern, in den Geberländern, die sich ja überlegen müssen, ob sie eine solche kontraproduktive Strategie mit Erfolg durchsetzen können, weil sie ja ihr Geld mit einer viel größeren Wahrscheinlichkeit nicht zurückbekommen. Meine Damen und Herren, das ist vielleicht der wichtigste Erfolg bisher, dass die griechische Syriza-Regierung gewissermaßen bei der wirtschaftspolitischen und finanzpolitischen Debatte Europa aufgemischt hat, möchte ich mal so flapsig sagen. Und dass inzwischen in Europa verglichen wird, wie ist denn das eigentlich mit unserer Politik in Europa, in der Eurozone im Vergleich zu anderen Krisenstrategien. Da gibt es ja auch andere Krisenreaktionsstrategien. Und Thomas Piketty hat einen solchen Vergleich angestellt, der bekannte französische Ökonom und Bestsellerautor. Da nehme ich mal die Entwicklung in der Eurozone verglichen seit 2010 mit der in Amerika, in den USA, und hat festgestellt, dass in Europa, in der Eurozone selbst,
kein Wachstum stattgefunden hat, ökonomisch durch diese Strategie, durch diese Austeritätsstrategie, dass nur ein Kriechtum stattfindet an der Nulllinie entlang in der Eurozone insgesamt, als Gesamtgebiet betrachtet, und dass die Arbeitslosigkeit massiv in die Höhe gegangen ist, zum Teil bei der Jugendarbeitslosigkeit auf über 60% in Spanien. Und er hat auch festgestellt, dass in Europa die Verschuldung und in der Eurozone massiv dadurch gesteigert worden ist, währenddessen die Verschuldung in den USA, die in derselben Zeit eine expansive Haushaltsstrategie, eine Offensive betrieben hat, keine einseitige Einsparstrategie, während die Verschuldung in den USA sich weit besser entwickelt hat, die Staatsfinanzen haben sich weit besser entwickelt in den USA und auch die Arbeitslosigkeit ist massiv zurückgegangen. Und die Ökonomie hat einen wirklich starken konjunkturellen Aufschwung im Vergleich zu Europa zu verzeichnen. Das heißt, wer diesen Vergleich zieht, der muss sagen, wir haben Anlass für eine Kurskorrektur in der Eurozone und die findet inzwischen aufgrund der Debatte um Griechenland auch, das ist der Initialzünder, in ersten Punkten statt, diese Kurskorrektur, nämlich in Form des sogenannten Juncker-Investitionsprogramms, des Juncker-Programms, ein Programm, das hunderte von Milliarden von Investitionen durch zinsvergünstigte Kredite auslösen will, in den Krisenländern Südeuropas vor allen Dingen. Es findet statt durch die Diskussion über eine flexiblere Umsetzung des Stabilitätspaktes innerhalb der Eurozone. Also die Diskussionen finden schon statt. Aber diese flexiblere Umsetzung ist bisher noch keineswegs in die Wege geleitet worden in den Krisenländern von Südeuropa. Und die Umorientierung müsste auch sich ausrichten auf neue Instrumente, wie zum Beispiel die Eurobonds. Ich weiß ganz genau, dass es da eine Riesenskepsis in Deutschland gibt gegen die Eurobonds. Die nimmt man kaum in den Mund. Das ist eine gemeinsame Finanzierung der stärkeren Länder und der schwächeren Länder innerhalb der Eurozone. Eine gemeinsame Kreditaufnahme auf dem Kapitalmarkt. Und ich befürchte nicht einmal, dass das teurer wird für die wirtschaftsstarken Länder. Aber selbst wenn es so sein sollte, muss sich Deutschland wirklich überlegen, ob es so einen Nachteil in gewissem Umfang, einen Finanztransfer, akzeptiert. Denn wir haben ja Riesenvorteile gehabt aus der europäischen Entwicklung. Wir haben Riesenvorteile aus diesem Binnenmarkt gehabt. Der war auch ein Trainingsmarkt für den Weltmarkterfolg der deutschen Exportwirtschaft. Wir haben einen Riesenvorteil für die Exportwirtschaft deshalb gehabt, weil viele Staaten nicht mehr so effektiv konkurrieren konnten durch Abwertung ihrer eigenen Währung und haben dadurch zusätzliche Marktanteile in Europa erobert mit unserer Exportwirtschaft. Und wir haben auch finanzwirtschaftlich bei den Staatsfinanzen per Saldo einen Vorteil bisher gehabt aus der Eurozone. Und selbst aus der Eurokrise absurderweise einen Vorteil gehabt. Denn die EZB, die Europäische Zentralbank, war gezwungen in dieser Zeit eine Niedrigzinspolitik zu betreiben, die natürlich den Sparern nicht gefallen hat. Aber auf der anderen Seite, das, womit wir heute renommieren in Deutschland, in der Bundesregierung oder auch in anderen Haushalten, im Gesamthaushalt, damit renommieren wir ja, dass wir so gut dastehen mit der Entwicklung der Staatsfinanzen. Ja, und dies war wesentlich bedingt durch 100 Milliarden Zinsvorteile aufgrund der Niedrigzinspolitik ausgelöst, auch durch die Krisen, vor allen Dingen in Griechenland. Meine Damen und Herren, 100 Milliarden
objektiver Zinsvorteil von einem Wirtschaftsforschungsinstitut berechnet in Halle, nicht dementiert von der Bundesregierung oder irgendeiner amtlichen Institution. Das ist mehr Geld an Einsparungen im staatlichen Haushalt der Bundesrepublik, im Gesamthaushalt, als das, was wir als Risiko in den Büchern stehen haben, nämlich ungefähr 90 Milliarden Euro, bedingt durch die Abfederungsinstrumente im Rahmen der Eurokrise und bedingt durch die Hilfsprogramme, die wir bisher schon verabschiedet haben. Das sind 90 Milliarden Euro. Das heißt, bisher haben wir mehr Vorteile finanzielle als Nachteile. Und alle Menschen denken in der Bundesrepublik, oder viele Menschen oder die meisten, wir würden permanent Geld verlieren. In Richtung Südeuropa verlieren oder verloren haben, aus dem Staatssektor verlieren. Meine Damen und Herren, ich denke, der Kurswechsel ist klar, wo er hingehen muss. Er muss hingehen weg von einer einseitigen Einsparpolitik in der Rezession von südeuropäischen Griechenländern hin zu einem Zweitakter einer Reformpolitik, nämlich notwendige Einsparungen kombinieren und auch durchführen, notwendige Einsparungen, aber im konjunkturellen Belebungseffekt, nur dann sind sie erfolgreich durchsetzbar und führen tatsächlich zur Konsolidierung. Notwendige Einsparungen zu kombinieren mit dem zweiten Bein, deswegen Zweitakter oder zweibeinige oder duale Strategie, Sanierungsstrategie der Eurozone, kombinieren mit Wachstumsförderungsmaßnahmen, mit strukturellen Förderungsmaßnahmen, mit Infrastrukturmaßnahmen, mit konjunkturellen Belebungsimpulsen und strukturell wirksamen Unternehmensförderungsmaßnahmen. Das ist eine Strategie, die beidbeinig aufgestellt wäre und die Erfolg hätte, um tatsächlich die finanzielle Situation zu verbessern in diesen Krisenländern und ihre Rückzahlungsfähigkeit wieder herzustellen. Dieser Kurswechsel ist auch in weltweiter Dimension notwendig. Wenn wir international mal die Diskussion betrachten, wenn wir in die USA blicken, versteht es dort kein Mensch mehr, was wir hier eigentlich in der Eurozone treiben, welche Politik. Axel Schmidt-Gödelitz hat es gesagt, das ist keine Ökonomie mehr. Das ist Voodoo-Glaube oder was ist das eigentlich? Es ist auf jeden Fall keine makroökonomische Analyse oder keine makroökonomische rationale Strategie, die da betrieben wird. Die Amerikaner sind grundsätzlich dagegen, von der Regierung bis zu den Wirtschaftswissenschaftlern. Die renommierten Leute wie Robert Stiglitz, Nobelpreisträger, wie Paul Krugman, Nobelpreisträger ökonomischer, oder wie James Galbraith oder Jeffrey Sachs, die alle sagen, das ist purer Wahnsinn, was da gemacht wird ökonomisch in Europa. Europa ist so zum Bremsklotz, zum Konjunkturellen der gesamten Weltwirtschaft geworden, ausgerechnet zu der Zeit, in der die sogenannten die BRIC-Staaten, also Russland und China und Brasilien, gewisse konjunkturelle Schwierigkeiten haben. Und das sind ja auch unsere Absatzmärkte. Es gibt auch hier einen verschwiegenen transatlantischen Konflikt, den niemand gerne zugibt in Berlin. Da wird nicht drüber diskutiert, richtig offen, über diesen Konflikt. Da wird mal drüber diskutiert auf der Insel Mainau bei der Tagung der Nobelpreisträger. Die kritisieren dann diese deutsche Brüning-Strategie in der Eurozone, aber das hat relativ wenig Konsequenzen gehabt bisher.
man kann sich das eigentlich nur noch erklären, ich habe mir immer versucht, das zu erklären, wie man eigentlich zu so einem ökonomischen Sanierungskonzept kommt. Und ich kann mir nur so vorstellen, dass es irgendwie einer puritanistischen Auffassung und Denkweise entspringt, die davon ausgeht, dass irgendwelche Länder, die lange Zeit leiden und in Askese leben und viele Opfer bringen, dass diese Länder durch dieses gesellschaftliche Leiden das Wohlgefallen einer höheren Macht auf sich ziehen und letzten Endes belohnt werden durch einen Zustrom von Kapital und durch Investitionen. Es ist eine sehr, also auf jeden Fall ist es keine ökonomische Strategie. Es ist mehr ein puritanistisches Denken, Belohnungsdenken, dass das Wohlgefallen durch Askese erreicht werden kann. Und ich glaube, dass es sich orientiert, ich habe den starken Verdacht, an dem Leitbild aus meiner Heimat, an der schwäbischen Hausfrau. Weil wenn die spart, das ist ja ganz klar, wenn sie 30% einspart, hat sie 30% mehr im nächsten Jahr. Also kann sie so den Haushalt sanieren. Wenn sie das ein paar Mal macht, dann ist das toll. Ja? Das funktioniert aber nur individualökonomisch, mikroökonomisch. Es funktioniert nicht mit Millionen von Wirtschaftssubjekten in einer großen Binnenwirtschaft. Funktioniert es nicht. Wenn alle sparen in einer Ökonomie, in der großen Binnenwirtschaft, sind alle ärmer am Ende des Jahres. Wissen wir auch inzwischen. Und diese amerikanischen Ökonomen haben eins gesagt, es gibt einfach kein Beispiel, kein einziges mit einer großen Binnenwirtschaft, dass eine Volkswirtschaft ökonomisch saniert worden wäre und finanzpolitisch konsolidiert worden wäre im Hinblick auf die Staatsfinanzen durch eine Strategie, dass man einseitig Kürzungsmaßnahmen durchführt und Belastungsmaßnahmen mitten in der Rezession und dadurch die Spirale nach unten noch verstärkt, die Rezessionsspirale. Da gibt es in der ganzen Wirtschaftsgeschichte keinen einzigen Fall, wo sowas funktioniert hätte. Im Gegenteil, man ist mit schrecklichen Konsequenzen wirtschaftshistorisch nicht nur, sondern allgemein politisch in eine furchtbare Entwicklung hineingefahren, Ende der 20er Jahre, Anfang der 30er Jahre in Deutschland durch die sogenannte Parallelpolitik von Heinrich Brüning. Und meine Damen und Herren, deswegen sage ich ganz klar, diese Politik hat nicht nur zu einem Nichtwachstum, sondern Kriechtum in Europa geführt und zur Konjunkturbremse Europa weltwirtschaftlich, sondern diese Politik hat zu einem Auseinanderdriften Europas geführt. Nicht nur ökonomisch und finanzpolitisch, dass die reichen Länder und die armen Länder sich weiter auseinanderentwickelt hätten, die Bundesrepublik gegenüber den südeuropäischen Ländern, nein, auch emotional, ganz klar, in Form einer einmaligen Verschlechterung des emotionalen Verhältnisses der einzelnen Gesellschaften in diesen Ländern, zwischen Geberländern und Nehmerländern und zu einer politischen Klimaverschlechterung. Und das spüren wir heute in diesen Tagen ganz genau, wenn wir zentrale Politikfelder betrachten. Europa ist seit Beginn dieser Art von destruktiver Politik, die Europa wieder nationalisiert hat und auseinandertreibt und polarisiert gegeneinander, anstatt solidarisiert. Europa ist seitdem handlungsunfähig geworden. In zentralen Politikfeldern. Wissen Sie, es gab in meiner Jugend oder Kindheit eine Menge Krisen in der europäischen Integration seit der Verabschiedung der römischen Verträge 1956. Aber der Integrationsprozess ist in den Zeiten de Gaulle's, und das waren alles sehr konfliktfreudige Leute, und Margaret Thatcher,
Der Integrationsprozess ist immer weiter vorangegangen nach Konflikten. Das waren produktive, konstruktiv gelöste Konflikte, wo in der Dialektik von These und Antithese letzten Endes eine Synthese hinten rausgekommen ist, die eine höhere Stufe der europäischen Integration nach sich gezogen hat. Was wir heute erleben, ist totaler Stillstand seit 2010, seitdem die Austeritätspolitik begonnen worden ist. Und sie hat ihren mentalen Ausgangspunkt in der Eurozone genommen. Und so ist die Eurozone von einem Konstrukt, das eigentlich Europa zusammenbringen sollte und integrieren sollte, zu einem Sprengsatz geworden, zu einem politischen. Und dadurch sind wir emotional heute zwischen den Regierungen und auch zwischen den Medienkampagnen der einzelnen Länder. Im Verhältnis der Medienkampagnen und der politischen Verhältnisse zwischen den politischen Funktionseliten sind wir inzwischen in einem Blockadezustand, der es unmöglich macht, noch irgendein Problem voranzubringen und zu lösen. Es ist wirklich beschämend, was sich hier entwickelt, und ich verweise jetzt nur noch auf das Flüchtlingsproblem, aber da können Sie jedes andere Problem auch genauso oder zentrale Politikfeld für die Zukunft, zentrale Politikfeld Europas herausgreifen. Es ist eine totale Renationalisierung in der EU eingetreten und auch fast schon nationalistische Renationalisierung, zumindest in einzelnen Ländern, wo es ganz schlimm ist. Meine Damen und Herren, wir müssen diesen Prozess stoppen durch eine Veränderung der Krisenstrategie in der Eurozone. Ich habe gesagt, durch eine duale Strategie, das heißt sparen und fördern und die Konjunktur anschieben und beleben, Wachstumsimpulse setzen. Und alles andere führt tatsächlich zu dem, was alle befürchten, einem Scheitern nicht nur der Eurozone, sondern einem Zerfall Europas, wenn es noch weiter sich entwickelt in dem Stil, wie in den letzten Monaten wir das schon erlebt haben. Das können wir nicht wollen, denn Deutschland ist der größte Profiteur von Europa, der europäischen Integration, der EU. Deutschland hat einen riesen ökonomischen Vorteil gehabt von diesem Binnenmarkt bisher von über 500 Millionen Menschen mit seinem starken Exportmotor, Exportsektor, das ist ganz klar, da brauchen wir diesen Markt, vor allen Dingen jetzt, wo die Schwellenländer nicht mehr so schnell sich entwickeln wie in der Vergangenheit, wie zum Beispiel China. Und wir können das schon deswegen nicht riskieren, weil wir unsere Interessen, unsere Zukunftsinteressen in der Welt überhaupt nicht mehr global wirksam vertreten können. Wir sind zwar in Europa sicherlich stark, da sind wir die stärksten ökonomisch, das stimmt, aber wir sind Winzlinge im globalen Rahmen, wenn wir nicht die europäische Plattform haben, auf die wir uns stellen können und deutsche Interessen vertreten können, ob das wirtschaftliche oder friedenspolitische oder ökologische oder Klimainteressen sind. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Dieter. Das war jemand, der sowohl von der Politik als auch von der Ökonomie eine Menge versteht und beides in der Praxis über Jahre erlebt hat und mitgestaltet hat und natürlich auch ein wirklich überzeugter Europäer ist, erstens. Zweitens, ich glaube, dass man wirtschaftliche Dinge durchaus auch denen
erklärbar machen kann, die von Wirtschaft nicht viel verstehen. Und das kann im Grunde nur jemand, der wiederum in der Politik zu Hause ist und immer mal wieder auf Menschen trifft, denen er diese Dinge erklären muss. Also es ist nicht so, dass man sofort, wie viele andere, hören Wirtschaft und sagen, davon verstehe ich nichts und da will ich auch gar nichts hören. Es ist nun mal so, dass die Wirtschaft momentan und nicht die Politik die Dinge am Laufen hält. Und wer sich aus dem Wirtschaftlichen völlig zurückzieht, zieht sich letztlich aus der Politik zurück. Ich danke dir, Dieter, das war für mich wieder ein großes Plädoyer für Europa. Und dieses Europa ist ja eben auch ein großes Friedensprojekt. Und wir nehmen das völlig selbstverständlich hin, dass 70 Jahre kein Krieg gewesen ist. Auf einem Kontinent, wo es in den letzten 1000 Jahren permanent Krieg gab. Und jede Generation wieder neu erzogen worden ist, um den Erzfeind, in Frankreich waren es die Deutschen, in Deutschland waren es die Franzosen, jede Generation wurde neu erzogen auf die neue Auseinandersetzung, auf die Revanche für das letzte Mal. Wir machen das jetzt so, wie wir es immer gemacht haben. Bitte melden Sie sich zu Wort.